Ja, grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemperfreunde und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, hier bei Martins Klemperwelt. Und ich habe euch wieder natürlich was Tolles mitgebracht von einem Kollegen, und zwar dieses schöne Gerät hier. Das ist der Liebherr Bagger 9800, ne, Entschuldigung, der Liebherr Bagger R9800 mit Artikelnummer 42100. Dieses schöne Teil hat zwei Smart Hubs und 7 Motoren. Ist allerdings mit dem Handy zu steuern. Mal gucken, ob es funktioniert. Jetzt klappt. Während ich hier so schön am Spielen bin, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Die Liebherr-Maschine, auf der dieses Lego-Modell basiert, wird am Liebherr-Standard in Colmar in Frankreich hergestellt. Seit 1961 produziert Liebherr in Colmar Hydraulikbagger. Neben Erdbewegungs-, Abbruch- und anderen Industrieprodukten bietet Liebherr auch Maschinen zur Gewinnung und Verladung von Material im Tagebau an. Liebherr in Colmar nennt sich heute Liebherr Mine Equipment Colmar SAS. Der Mini-Bagger ist eine der schwersten Maschinen im Liebherr-Universum. Der Liebherr R9800 wiegt mit 810 Tonnen rund dreimal so viel wie ein großes Passagierflugzeug. Die Schaufel umfasst 42 Kubikmeter und fast 80 Tonnen Material in einer Schaufel, bis zu 300 Badewannen. Aufgrund der Größe und der schweren Teile sind für den Versand eines R9800 28 Schwertransporter erforderlich. Die Montage des R9800 in volle Größe dauert ca. 12 Wochen. Die Firmengruppe Liebherr umfasst über 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten und beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als weltweit aufgestelltes familiengeführtes Technologieunternehmen zählt die Firmengruppe nicht nur zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, sondern bietet auch in anderen Gebieten technisch anspruchsvolle, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Liebherr wurde 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller gegründet. Das 4108-teilige Modell des R9800-Baggers wurde in Zusammenarbeit mit Liebherr entwickelt und verfügt über eine Reihe realistischer Merkmale und Funktionen, die Lego-Bauherren mit fortschrittlicher Ingenieurkunst vertraut machen. Für ein fesselndes und realistisches Spiel ist das Modell mit der Lego-Technik-Control-App ausgestattet. Der Liebherr-Nachbau ist nicht nur das neue Flaggschiff der Lego-Technik-Modell, sondern auch das erste Set mit einer Smart-Device-Anschluss, mit dem sich programmieren lässt. Mit dieser Funktion kann der Nutzer das Modell vollständig über ein Smart-Device steuern und die Funktion und Bewegung der originalen Liebherr-Maschine produzieren. Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt Liebherr das Lego-Projektteam umfassend. Nicht nur bei der Entwicklung des Modells, sondern auch bei der Entwicklung der Marketingkampagne, die Anfang Oktober auf den sozialen Media-Kanälen von Lego Technik und Liebherr online ging. Um dieses Projekt zu ermöglichen, erhielt das Lego-Team uneingeschränkten Zugang zu den Maschinen, logistische Unterstützung und Kontakt zum Kunden. Liebherr ist auch an der Einführung der Control-App beteiligt. Diese neue Plattform mit Smart-Device-Anbindung bietet Lego Technik-Fans unabhängig vom Alter ein empfundenes Bau- und Spielerlebnis und ersetzt das Power-Function-System. Über den Multifunktionsbildschirm der App können Nutzer den Bagger in alle Richtungen bewegen, den Oberwagen drehen, den Ausleger ausfahren und anheben, die Schaufel öffnen und neigen, realistische Soundeffekte wiedergeben und Echtzeit-Feedback erhalten, zum Beispiel zur Armposition, Stromverbrauch und Entfernung, wie das Original. Der Liebherr Bagger R9800 enthält 3 XL-Motoren, 4 L-Motoren und 2 Bluetooth-gesteuerte Smart-Hubs, Steuerung über Mobilgerät und 4 verschiedene Kontrollbildschirme. Man muss dazu sagen, man kann dieses auch umprogrammieren über einen normalen Controller, egal was für einen. Der Liebherr Bagger R9800 ist 39 cm hoch, 65 cm lang und 27 cm breit
und hat 4108 Teile. Ja, wie ihr seht, es funktioniert. Hab mal ein bisschen rumgespielt. Entschuldigung, bin halt auch noch ein kleines Kind in einem erwachsenen Menschen. Er hat Spaß gemacht zu bauen. Ich habe die zwei Videos, falls ihr noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch noch in der Endcard. Ja, was soll ich dazu sagen? Insgesamt habe ich für das ganze schöne Teil ungefähr 3 Tage, also so zwischen 14 und 18 Stunden müsst ihr damit rechnen, bis das schöne Teil fertig ist. Ja, aber wie gesagt, der ist von Lego Technik, schöner Bagger, aber auch sehr teuer, muss man dazu sagen. Kostet momentan bei Amazon, liegt er ungefähr bei 350 Euro. Ihr kriegt ihn aber wahrscheinlich schon günstiger, zwischen 200 und 300 Euro bei eBay, wenn er genau schauen tut. Den habe ich geliehen bekommen von einem Kollegen, das ist also nicht meiner. Er hat mir zur Verfügung gestellt, dass ich ihn aufbauen kann und euch zeigen darf. Ja, und aber der Liebherr Bagger hat natürlich auch noch einen kleinen Freund. Und zwar ebenfalls von einem Kollegen von Happy Build. Das ist meistens nicht schwer. Dieses schöne Teil hat 4342 Teile. Man hat mir gesagt, war auch super leicht zum Aufbauen. Ich bin hier. Und er hat eine Fernbedienung. Hat der Lego Technik nicht. Geh mal mit dem Arm runter, vielleicht sieht man mich dann besser. Hier 360 Grad Umdrehung. So wie ich das sehe, ist die Schaufel selber gebaut. Ist beim Lego Technik Teil nicht so. Das war ein komplettes Teil. Und wie gesagt, ein paar Teile mehr wie beim Lego Technik. Hat 2 Akkuboxen und ebenfalls 7 Motoren. Er fährt ein bisschen langsam, aber das ist ein Bagger, sei ihm verziehen. So, messen wir mal aus, ne? Wie groß ist er denn? Mit einem ausgefallenen Arm. Boah. Wenn wir komplett ausfahren, sind wir bei 90 cm. Höhe. So wie er momentan ist. Führerhaus.
26. Und ich gehe mal davon aus, wenn er ganz hoch gefahren ist, dann sind wir auch bei gut 60 cm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde von Happybuild, die machen wunderschöne Sachen. Gibt es auch einen schönen LKW mit einem Auflieger dazu, wo man den Bagger draufstellen kann. Vielleicht habe ich ja das Glück und den LKW darf ich dann einfach mal aufvorstellen. Den habe ich nämlich geholfen mit aufzubauen. Wenn ich den bekommen würde, würde ich das natürlich gerne tun. Hier versuche ich tatsächlich die Schaufel zu bewegen, hat aber nicht funktioniert. Erst später habe ich herausgefunden, dass der Schuft, der die Schaufel bewegen tut, nicht richtig drin war, beziehungsweise nicht richtig verbunden. Schönes Spielzeug. Ja, so weit, so gut. Schönes Teil. Schönes Spielzeug, kann ich eigentlich nur wärmstens empfehlen. Wahrscheinlich auch den Aufbau, wer sich dafür interessiert. Den gibt es bei Bluebricks, liegt ungefähr bei 275 Euro, inklusive Motoren. Link würde ich Ihnen euch in meiner Videobeschreibung zukommen lassen. Dürft ihr gerne drauf gehen, wenn euch gefällt, könnt ihr euch kaufen. Ja, soweit, so gut würde ich sagen. Das war es dann erstmal für heute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.